Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Beim letzten Mal, in der letzten Folge, habe ich es ja doch hinbekommen, die ganze Nummer ein bisschen besser zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass ich auch jetzt noch ein bisschen weiterkomme. Ich habe mir außerdem ein wenig moralische Unterstützung und emotionale Unterstützung aus dem Chat besorgt. Probier mal sprinten. Er trifft mich sehr schwer. Ich versuch's jetzt noch einmal mit Blocken. Ich behalt's, aber ich hab's auf jeden Fall im Kopf. Och nö. Das ist ärgerlich, dass ich da den Schweren nicht durchgekriegt habe. Shit. Schlecht, schlecht, schlecht. Schade. Boah. Au. So, jetzt hat Le. Ich schaff's nicht. Nee, ey. Ja, das mit dem Sprinten ist absolut richtig. Da kann man auf jeden Fall mal zwei, drei Hits setzen. Ein, zwei, einen. Ich habe doch diese eine Waffe. Die quasi seine Waffe kaputt schlägt. War das die? Der Griff? Konzentrieren oder war das die? Blocken, nee, Blockparade.
Nee, das war glaube ich schon konzentrieren. Was ist denn konzentrieren nochmal? Umkreisen und seinen ba Angriff baiten. Okay. Einzelstich. Blockparade. Es war, glaube ich, schon konzentrieren. Damit mache ich, glaube ich, seine Waffe kaputt. Ah, kurzer Damage-Buff. Habe ich irgendwelche Griffe umgebaut, dass das gerade nicht mehr dort ist, wo ich es vorher hatte? Ah ja, warte mal. Da habe ich, glaube ich, die andere Klinge drauf gemacht. Oh, welche war da vorher dran? Das war das und das, genau. Absolute Verteidigung, genau das war der. Scheiße. Hä? Hä? Ich hab doch gerade, habe ich es nicht fertig montiert? Jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich probier's mal mit der Waffe und der absoluten Verteidigung. Und schau mal, ob ich so seine Waffe kaputt bekomme. Wobei ich schon echt ein Freund von der Feuerwehraxt war. Die ist mega cool. Aber gucken wir mal. Oh shit, das war zu spät, glaube ich. Ja, scheiße. Ja, habe ich jetzt in Kauf genommen. Scheiße. Och nö, stehe ich genau in so einem Ding drin. Aber gut, war jetzt auch das erste Mal mit einer anderen Waffe. Passt schon. Kann man in dem Spiel eigentlich irgendwie die Griffe verbessern? Das ist, habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich es übersehen, aber Griffe kann man nicht verbessern, oder?
Ach nee, scheiße. Bringt ja nichts, wenn er flennt. Dann geht ja sein... sein Dingens hier weg. Fuck. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach come on. Zu spät, oder? Ja, zu spät. Fuck off. Ja, ist mir jetzt egal. Ich will doch nur einmal jetzt in die... Oh, come on. Lass mich doch einmal jetzt in die nächste Phase kommen. Er macht natürlich so einen. Lass mich mit der anderen Waffe doch bitte einmal in die zweite Phase reinkommen. Ich will schauen, ob ich seine Waffe kaputt machen kann. Verbessern nicht, aber die Griffe verändern das Scaling der Waffe von Technik C auf B. Wett? Also ich kann den Griff... Hä? Ja, und die Griffe, die verändern auch die Angriffsart, also wie ich zuschlag. Und die Geschwindigkeit der Waffe und so, ist mir schon aufgefallen. Ey, warum ich da manchmal unter ihm stehen bleiben kann und manchmal nicht, ist auch echt nervig. Keine Ahnung.
Jetzt hat. Okay, alles klar. So. Okay. Wie ich einfach seine Waffe nicht kaputt krieg, ne? Also es geht nicht. Es macht keinen Unterschied. Ha. Huh. Entschlossenheit und Technik. Wie bin ich denn überhaupt geskillt? Ich hoffe, ich bin auf Entschlossenheit und Technik geskillt. Ja. Ja, das passt schon. Ja, Feuerwehr-Axt it is. Das macht einfach keinen Unterschied. Dieser perfekte Block, der macht nicht mehr perfekten Block, als wenn ich selber drück. Im richtigen Moment. Ich dachte, der macht vielleicht mehr Damage. Das war schön viel Schaden. Ups. Und da tauntet er wieder, der verdammte Mistsack.
Ach komm, ey. Och nee. Voll mies. Dass das nicht mehr zählt, ey. Scheiße. Oh. What? Ach Mensch. Jetzt versage ich an der zweiten Hälfte der ersten Phase. Mein Gott. Da haben sie ihm aber auch echt viel verpasst. Einfach nur die zweite Phase üben. Einfach nur, also jetzt sage ich mittlerweile zur zweiten Phase, was ich vorher dritte Phase genannt habe, weil es hier zu Missverständnissen kam. Ich meine natürlich die erste Hälfte der zweiten Phase, wenn ich von der dritten Phase spreche. Ich glaube, es sind sowieso schon alle komplett verwirrt. Okay. Warum hau ich zweimal drauf? Ah, es ist auch so schade, dass man da nicht so unter seinen Beinen durch kann. Dass das irgendwie... Nein, da kommt doch noch einer. Was mache ich denn? Jetzt. Ich drück da sogar ausweichen, ne? Ich drück da sogar ausweichen. Nee, ich bin auch ausgewichen. Ich bin doch ausgewichen. Gut. Naja, immerhin ein bisschen. Na, komm her.
Oh, shit. Aua. Aua, Kaff. Macht keinen Unterschied. Macht für mich tatsächlich keinen Unterschied, ob ich außen rum renne und ihn versucht die Angriffe oder ob ich ihn versucht zu verteidigen. Es kommt tatsächlich gerade eben aufs Gleiche raus. Ist ein bisschen netter. Also die Taktik ist auf jeden Fall ein bisschen verzeiht mehr Fehler und wirkt nicht ganz so frustrierend. Hatte ich jetzt das Gefühl. Nein, warum denn? Warum denn? Lass mir doch den Spiel, lass mir den doch. Ehrlich. Danke. Okay. Gut. Ich krieg einfach keine Verteidigung ordentlich hin. Jawollo. Ey, er trifft mich halt trotzdem, ne? Er trifft mich trotzdem recht übel.
Ja, ich habe jetzt auch langsam nicht mehr viel zu sagen heute. Es geht so langsam in Richtung Rauchritter, dass es anfängt, dass es mir egal ist, dass ich mich auch nicht mehr freuen kann, wenn ich es dann mal schaffe. Ach, den könntest du mir wirklich lassen, Spiel. Den könntest du mir wirklich lassen. Das wäre ganz lieb von dir. Und das ist so eine Arschlochnummer. Immer noch. Und ich weich aus. Also da war jetzt gerade auch eine seltsame Hitbox, eine ganz seltsame Hitbox, bei der ich das Gefühl hatte, eigentlich weit genug weg zu sein. Dass er eine Attacke hat, bei der man ausweichen muss, ist auch so eine. Da reichen auch die Frames nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wie viele Frames das Spiel hat, aber bei dieser Drehung, wenn er so im Kreis um mich rumrennt und dann auf mich zukommt, sehe ich nicht mal mehr, was er tut. Da reichen die Frames nicht aus, um einschätzen zu können, wann trifft mich seine Waffe. Ich sehe seine Waffe nicht mehr, ich sehe nur noch einen Klumpen Puppe. Einen Klumpen mit drei Armen irgendwie sehe ich dann und keine Ahnung, wo die Waffe ist in dem Moment. Ich hoffe, ich habe 60 Frames. Keine Ahnung. Kann ich mir, müsste ich irgendein Nvidia-Ding an. Ich denke mal, dass das Spiel halt, weil es über den Game Pass läuft, mal mit 60 Frames läuft. Ach, ich bin so ein Depp.
Ah, 144 sogar. Ja, dann weiß ich nicht. Hoffe ich, dass ich zumindest 100 FPS habe. Kannst du mal jetzt was anderes machen, damit ich dir Schaden machen kann und nicht immer deine Staubwischer-Blödsinn-Scheiße da? Ja, danke. Endlich kann ich dich killen. Mann. Okay, und let's go. Ach, es ist so nervig, dass es eine Attacke gibt, bei der ich die B-Taste in der Hand halten muss. Weil ich halte meinen Controller gerade anders, damit ich besser drauf reagieren kann. Scheiße. Ach. Ey, lasst uns doch mal bitte hier so kämpfen. Nein, ach Mann, ich halt doch meinen Controller anders. Benutz doch nicht die. Benutz doch nicht die Attacke, Mann. Lass uns, bevor wir das machen, einfach bitte nur blocken üben. Lieber Romeo, können wir uns darauf vielleicht einigen, dass dieser andere Unfug erstmal noch nicht passiert? Das wäre echt lieb. Er lässt mich auch nicht hinter sich in dem Moment. Ja, ich weiß schon.
Okay. Nein, ich bin zu spät, oder? Oh, es reicht noch, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Nein, ach, wir haben doch gesagt, Romeo. Romeo, das, nee. Ist einfach nicht lieb gerade. Falsches Timing. Nein, Romeo. Einfach schon mal ein bisschen Schaden machen, auch wenn es jetzt gerade gar nicht so viel nutzt. Weil ich immer noch nicht seine Waffe kaputt bekommen habe. Mist. Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Ups. Ups. Ei. Romeo macht mich zu seiner Julia. Romeo. Ich komme. Oh, Romeo. Mein Geliebter. Romeo, Romeo. Die Geschichte Romeo und Julia ist ja wohl echt auch der größte Schmutz, ne? So rein grundsätzlich. Erst denkt er, sie ist tot, schluckt das Gift. Dann wacht sie auf, sieht, er ist tot, schluckt das Gift. Total verwirrender Blödsinn. Da gab's doch mal auch eine moderne Verfilmung von, ne? Ich glaube, die war nicht schlecht. Ah, das ist gnädig, dass er so einen macht. Schön viel Schaden rausknallen. Ah, Hilfe! Nein, oh Gott!
Fuck off. Bleib fern von mir. Außer damit. Das finde ich gut. Nee, ey, komm. Scheiße, Mann. Ja, keine Heilung mehr in der dritten Phase, zweiten Phase. Nee, ganz komisches Timing immer alles hier. Ganz, ganz komisches Timing. Ich komme nicht drauf klar. Romeo! Ich verkrampf halt echt so hart am Controller, weil mich das so mitnimmt hier, dieser Kampf. Innerlich bin ich super verspannt. Ich habe mich auch nicht anders hingesetzt seit Anfang der Folge so, weil ich einfach mega verkrampft bin. Ich sollte vielleicht mal den Controller anders hinhalten. Mache ich gleich mal einen Moment, wenn ich hier rüber bin. So, einfach mal ein bisschen ganz anders machen. Hoppla. Hallo? Controller? Bitte, bitte. Funktioniere er wieder? Was ist jetzt passiert? Ausstecken, einstecken. Jetzt. So, einfach mal ganz anders hingesetzt. Ja, es gibt ein Zeitlimit für Spiele. Achso, beim Lies of P weiß ich es jetzt nicht genau. Müsste ich mal gucken. Ach, unnötig, dass er mich da zweimal erwischt, dreimal erwischt. Hoppla. Ach komm. Ey, komm. Warum komme ich da nicht auf das Timing? Mies. Uah! Uah! Hilfe! Aufhören! Stopp! Thank you.
Ey, glaubst es nicht. Fuck off. Ey, come on. Ich will, warum kriege ich dieses Timing nicht drauf? Warum kriege ich dieses Timing nicht rein? Ich krieg das Timing nicht drauf. Ich schaff es nicht. Und er hat schon immer so ein Off-Timing. Die ganze Zeit. Ah. Immer so. Ich schlag dich jetzt, warte kurz, jetzt. Ich schlag dich jetzt, warte kurz, jetzt. Ich schlag dich kurz, warte kurz, jetzt. Ich schlag dich kurz, warte kurz, jetzt. Ich schlag dich jetzt, warte kurz, jetzt. Oh, es ist so ätzend. Kein Stress in der Hinsicht, ja. Ich schlag dich jetzt. Warte kurz. Jetzt. Aber immerhin habe ich jetzt mit der ersten Phase, die ist mittlerweile schon echt in Ordnung. Ah, nee, Romeo, komm schon, Romeo. Wir haben doch gesagt, wir machen das heute nicht. Du weißt doch auch, dass der Papa das nicht so gerne sieht. Wenn du mich immer so grob rannimmst. Außerdem können nur deine Eltern uns doch hören. Meine Eltern uns hören. Mensch, Romeo. Musst du denn immer so grob sein? Ah, nicht, ich hab gesagt, nicht so grob. Nicht so grob.
Nicht so grob, Romeo, bitte. Nicht. Aua. Gut, also die erste Phase, die geht schon. Die geht schon okay. Die geht schon klar mittlerweile. Da hatte ich ja am Anfang auch echt solche Probleme, ey. Und auch Romeo kriege ich mittlerweile ganz gut geblockt. Es fehlt, glaube ich, echt nicht mehr viel, dass seine Waffe kaputt geht. Und dann kriegt er die Leviten gelesen. Schade, dass ich den immer noch manchmal verkack. Ja, und vor dem laufe ich immer noch weg. Bei dem kriege ich nicht geblockt. Scheiße. Ah, der Heal war jetzt ein bisschen unnötig. Egal. Ja, erste Phase ist okay. So, Romeo, komm her jetzt. Nee, Romeo, nicht so grob. Nee, ach, fuck off, ey. Dieses Ranziehen ist so ätzend, dass es so einen Quatsch noch geben muss hier. Warum bin ich schon wieder so weg vom Timing? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich jetzt schon wieder so ein seltsames Timing? Kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Ich weiß es nicht, ey. Oh Mann. Ganz schön heftig, harte Nummer. Ich meine, ich sehe selber den Fortschritt. Die komplette erste Phase ist mittlerweile mit dem ein oder anderen kleinen Fehler gut machbar. Das geht voll klar. Aber Romeo, ey. Romeo nimmt mich ganz schön hart ran, ey. Hoffen wir, dass es in der nächsten Folge besser wird. Danke fürs Einschalten. Tschüss.